Tja, eben schnell umbauen. Wir machen hier One-Take-Mission jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour-Video. Wie ihr schon beim Anfilmen oder beim Intro unschwer erkennen konntet, sind wir auf einem Kriegsgräberfriedhof der Alliierten, beziehungsweise hier eigentlich der britischen Armee. Dieser Friedhof befindet sich im Reichswald bei Kleve. Und ich werde jetzt mal hier auf einzelne Punkte innerhalb des Friedhofs noch so ein bisschen eingehen. Das ist nämlich ganz interessant, dass überhaupt diese Anlagen hier, die sind alle gleichgestaltet eigentlich in Deutschland, sind natürlich unterschiedlich groß. Das heißt, das hier ist auch wohl der von der Quadratmeteranzahl her der größte und auch der mit den meisten gefallenen Soldaten drauf. Das Ganze ist bei Wikipedia sehr schön noch beschrieben und auch sehr kurzweilig. Und da werde ich doch die einzelne oder andere Passage daraus einfach verlesen, denn das ist dann geht ein bisschen schneller, als wenn ich mir da einen Asper und abholper. Alles klar. So, dann fangen wir gleich mal mit den ersten Eindrücken hier an. Ach ja, noch eben eine andere Sache. Ich habe jetzt hier gar keine Friedhofsordnung gesehen. Kann sein, dass in dem einen Häuschen vorne eine ist, aber steht jetzt nichts über Hundeverbot oder irgendwas anderes. Aber ich habe den Hund jetzt auch hier an einen Ort verbracht bzw. da angeleint. Ihr habt das gesehen, der läuft jetzt hier nicht rum, der macht hier auch kein Geschäft und der pinkelt auch nirgendwo hin. Das haben wir nämlich vorher alles auf der gegenüberliegenden Seite erledigt, also hinter mir. Da ist ein Parkplatz für Besucher und da schließt auch direkt der Reichswald an und da sind wir gerade eine schöne Runde gelaufen. Von daher hat er jetzt keine Not und kann sich da ein bisschen ausruhen. Wir beginnen mit der Vorstellung des Friedhofs hier beim Ehrenkreuz. Vorne sind nämlich noch Schnittgutarbeiten und da wollte ich jetzt auch nicht zwischenfuschen, beziehungsweise die machen da ein paar Geräusche. Gucken wir mal, ob die da gleich weg sind, dass wir da dann in Ruhe moderieren können. Ich verlese jetzt hierzu dann oder zu den einzelnen Sachen immer diese Ausschnitte aus dem Wikipedia-Artikel, weil der einfach wirklich gut geschrieben ist und man das da alles ganz flott die sich verinnerlichen kann. Fange ich an. Dass alle britischen Ehrenfriedhöfe einander mehr oder weniger ähnlich sind, liegt an den von der CWGC bereits im Jahre 1917 festgelegten Regeln und bestimmten baulichen Merkmalen. Es wurde festgelegt, dass auf jedem britischen Ehrenfriedhof zwei im Zentrum errichtete Bauwerke geschaffen werden sollen. Zum einen ist dies das Opferkreuz, Cross of Sacrifice, mit einem aufliegenden Kreuzritterschwert aus Bronze. Zum anderen befindet sich ein rechteckiger Altarstein, Stone of Remembrance, mit der Inschrift Ihr Name lebt ewiglich, Their Name liveth forevermore. Nach diesen Kriterien sind auch alle Grabfelder eingeebnet und mit Kopfbeetstreifen angelegt. Ja, den Grabstein bzw. den Altarstein habt ihr gerade schon mal gesehen. Ich laufe jetzt noch einmal eben vorher und dann begeben wir uns zu den Grabsteinen mit diesen Kopfbeetstreifen, damit man auch mal sieht, was das überhaupt bedeutet oder was das sein soll. So, gut. Der Hund liegt brav, wie es soll. Prima bist du, ne? Schön bleiben. Ja, kannst du. Kann ja auch nicht weg. Ja, also auch hier diese Ruheinsel hier links, als auch da rechts durch die Bäume kann man es, glaube ich, noch kurz sehen. Ist alles recht symmetrisch hier angelegt. Und dann kommen wir hier vorne zu den Grabfeldern. Dann fangen wir direkt mal bei dem ersten hier an, den wir in der Reihe haben. Ich verlese. Bei der Gestaltung der Grabsteine wurde ebenfalls einer streng vorgeschriebenen Anweisung gefolgt. Sie sind als Steinstelen zu errichten, auf denen ein Emblem die Konfession darstellt. Das seht ihr unten. Der Mann war also jüdischen Glaubens. Und ein weiteres Emblem, die militärische Einheit hervorhebt. Das seht ihr da oben drin. Neben Namen und Lebensdaten des Toten, das haben wir hier also wirklich auch sehr gut beschrieben, kann am Fuße des Grabsteins eine von den Angehörigen ausgewählte Inschrift angebracht werden. Ja, und das sind dann so die Sachen, wo man dann steht und sich das mal, wenn man sich da die einzelnen Sachen durchliest, das hat nicht jeder. Wo man dann aber schon sieht, ja, diese persönlichen Sachen, die da drunter stehen, das berührt einen schon, das macht einen schon nachdenklich. Also,
muss ich sagen, auch jedes Mal, wenn ich auf diesem Friedhof bin, das ist immer wieder ein sehr würdevoller Ort und irgendwie halt auch ein sehr trauriger Ort, an dem man auch irgendwie gleich so einen ganz anderen, ich weiß es auch nicht, so eine andere Körperhaltung auch schon irgendwie bekommt. Das ist einfach beeindruckend. Ich habe da jetzt auch keine weiteren Worte für. Damit haben wir die Grabsteine. Also wer hier mal hinkommt, der ist auf jeden Fall gut beraten, sich das hier mal anzuschauen und auch die persönlichen Grüße noch der Angehörigen, sich das auch mal durchzulesen. Was haben wir hier vorne noch? Oh ja, das ist sehr persönlich hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man es so lesen kann. Ich mache das mal eben ein bisschen zur Seite. Wird hier natürlich alles sehr gepflegt. Ich glaube, das macht, ich weiß nicht genau, wer das macht, ob das die Stadt Kleve macht im Auftrag der britischen Regierung. Auch weil das Gelände hier steht auch draußen noch, oder hier steht noch eine Inschrift, dass die hier vom deutschen Volk dieser Platz zur Verfügung gestellt wurde. Also vielleicht wird das sogar hier aus unseren Steuergeldern finanziert, dass das in Ordnung gehalten wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mir völlig wurscht. Das sind auf jeden Fall für mich, wenn das so ist, Steuergelder, die da auch würdevoll und vernünftig investiert werden. Was ja nicht immer der Fall ist, ne? Gut, gucken wir mal weiter. Kommen wir zum Eingangsbereich. Da steht verzeichnet: Im Eingangsbereich gewähren zwei Türme im maurischen Baustil einen weiten Blick in die Anlage. Links und rechts folgen in der Schmalachse zwei Schutzgebäude, welche die Gräberbücher mit allen Namen der hier beigesetzten Soldaten enthalten. Auch dies ist eine zwingende Regel für britische Ehrenfriedhöfe. Annähernd im Zentrum der Anlage ist der Altarstein aufgestellt, den wir gerade schon gesehen haben. Das große Opferkreuz liegt gegenüber dem Haupteingang und bildet im Hintergrund optisch durch den Wald abgeschlossen eine große Parkeinheit. Ich habe es gerade schon eben gesagt, das Gräberbuch befindet sich hier auch. Das heißt, hier ist so eine Klappe in dem einen Turm eingelassen. Ups, kann man dann öffnen. Entsprechend befindet sich hier drin einmal ein Visitors Book. Da kann man entsprechend sich dann verewigen, eintragen. Hier, man sieht auch, hier ist ganz schön viel. 6.8., 6.8., 7.8. Ja, entsprechende Kommentare kann man dann hier noch hinterlassen. Also die Engländer, die veranstalten auch immer noch so Busreisen hier an diesen Ort. Das auch für Angehörige, dass sie da mal die Grabstätten ihrer Vorfahren sehen können. Und hier ist der sogenannte beziehungsweise das Buch, hier ist ja von A bis K, hier drunter wird dann von L bis Z ist dann hier drunter. Und da kann man dann, wenn man den nach dem Namen sucht, wird man hier fündig werden. Und entsprechend steht hier die Grave Reference, wo man hier entsprechend anhand einer Karte sich orientieren kann, um das Grab des jeweiligen Angehörigen zu finden. Ich bin doch noch mal eben zu den Gräbern hingegangen, um euch noch mal eben zu zeigen. Manche schmücken das dann auch individuell, stellen dann noch Bilder der gefallenen Angehörigen auf. Was mir aber ganz wichtig war, ist diese Kunstmohnblume zu euch zu zeigen. Denn die steht gerade im englischsprachigen Raum sinnbildlich für Kriegsgefallene. Das Ganze hat sich 1915 quasi beziehungsweise kurz danach entwickelt, denn ein
kanadischer Offizier war das meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach. Der lag im Ersten Weltkrieg in Belgien, in Flandern, und hat da an den schweren Kämpfen teilgenommen. Und dieses Gedicht handelt von den Feldern Flanderns. Und da sind in einem hohen Maße eben diese Mohnblumen vertreten. Und deswegen hat sich diese ganze, oder diese Mohnblume steht gerade im englischsprachigen Raum für, ja, für den Soldatentod, kann man sagen. Also wenn ihr irgendwo Grabsteine seht und da liegt so eine Mohnblume, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das irgendwie, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Soldat der britischen, kanadischen oder wahrscheinlich auch amerikanischen Armee ist. Wobei ich das nicht beurteilen kann mit den Amerikanern, da ich noch nie auf einem amerikanischen Kriegsfriedhof war. So, jetzt wollte ich an dieser Stelle dann auch das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet hier ein paar interessante Eindrücke von dem Gelände. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Also es gibt ein paar davon in Deutschland. Das hier ist allerdings der größte. Ich war auch schon auf zwei kleineren, aber dennoch, also die Größe spielt eigentlich keine Rolle. Das sind alles sehr, würdige Orte. Orte, wo man auch einfach mal die Fresse halten kann, wo man mal abschalten kann, wo man innekehrt und vielleicht auch einfach mal darüber nachdenkt, was für eine krasse Zeit das damals war und was das für ein Opfergang war von diesen ganzen Leuten, die da gefallen sind, diese Millionen von Kriegstoten. Ja, stimmt mich immer wieder irgendwie so, weiß ich nicht, ne, so melancholisch, würdig, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber ja, ich denke, ihr versteht das, was ich meine, und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ciao, ciao. Ah, eine Sache noch ganz vergessen. Es wird jetzt hier keine Outtakes geben. Es gab zwar den einen oder anderen nicht so ganz geglückten Anmoderationsversuch, aber ich finde, der Platz hier ist einfach nicht dafür da, dass man da irgendwelche Outtakes nachher noch hinten dran hängt. Aber eins habe ich vergessen. Und zwar werde ich euch in die Videobeschreibung noch den Wikipedia-Link geben. Ich gebe euch auch noch den Link zu diesem Gedicht des kanadischen Soldaten. Und ich werde euch auch noch von der Band Saxon werde ich euch auch noch einen Link da reinsetzen, die auch ein Lied über den Soldatentod in Flandern gemacht haben, was ich auch sehr stimmungsvoll finde. Kann ich hier leider nicht drunter legen. Ich denke, da werden mir urheberrechtliche Gründe einen Strich durch die Rechnung machen. Gut, jetzt auch wirklich, das waren die letzten Worte. Bis dann, ciao.